Als Einsatzkräfte an Einsatzstellen können Sie entscheidend zur Sicherheit des Hubschraubers von Patienten, Einsatzkräften, Bevölkerung und Eigentum Dritter beitragen. Dieses Video soll auf die Gefahren und Risiken beim Einsatz eines Hubschraubers an der Einsatzstelle hinweisen und dadurch einen sicheren Ablauf des Einsatzes an der Einsatzstelle fördern. Gehen Sie als Vorbild voran und filmen oder fotografieren Sie nicht in der Lande- und Startphase, sondern schützen Sie sich und Unbeteiligte vor dem Rotorabwind. Im Umkreis von 50 Metern um den Hubschrauber gilt absolutes Rauchverbot. Sauerstoff an Bord. Unterstützen Sie bei Bedarf beim Beladen des Hubschraubers. Es sollten mindestens 4 Personen, bei schweren Patienten 6 Personen, an der Trage sein. Warten Sie auf Anweisungen eines Besatzungsmitglieds. Schalten Sie auf den richtigen RTH-Kanal. Sprechen Sie den Hubschrauber frühzeitig über Funk an. Halten Sie sich an die Funkdisziplin. Die Entscheidung, wo und wie gelandet wird, trifft in letzter Instanz immer der Pilot. Hinweise über mögliche Landestellen sind jedoch hilfreich. Landestellen sollten eine Mindestgröße von 30 Meter auf 30 Meter aufweisen. Hindernisse über und um den Landeplatz stellen immer ein Risiko dar. Informationen über filigrane Strukturen wie Leitungen, Antennen, Schildermasten oder im Boden steckende Pfosten an der vorgesehenen Landestelle können sehr wichtig für die Besatzung des Hubschraubers sein. Sie sind aus der Luft oft nur schwer zu erkennen. Aus der Luft ist die genaue Bodenbeschaffenheit manchmal schwer zu erkennen. Informationen über Eigenschaften des Bodens wie uneben, matschig, staubig, schneebedeckt, steinig oder mit kleinen Sträuchern bedeckt, können sehr wichtig für die Besatzung des Hubschraubers sein. Der Untergrund sollte fest, eben und möglichst nicht sandig oder staubig sein. Stellen Sie so früh wie möglich Funkverbindung mit dem Hubschrauber her. Damit die Informationen über die Lande- bzw. Einsatzstelle rechtzeitig verwertet werden können. Sollte keine direkte Funkverbindung zum Hubschrauber möglich sein, informieren Sie die Besatzung über die Leitstelle. Bei der Landung ist die Besatzung auf den Landeanflug konzentriert. Der externe Funk wird noch mitgehört, jedoch in dieser Zeit nicht beantwortet. Dies ist wichtig, um die Kommunikation innerhalb des Hubschraubers während der Landung zu ermöglichen. Bei der Landung eines Hubschraubers stellt der Rotorabwind eine Gefahr für Personen und Sachen am Boden dar. Abwind wird vom Hauptrotor nach unten geblasen und in Bodennähe zur Seite abgelenkt. Sichern Sie lose Gegenstände. Diese können durch den Rotorabwind erfasst werden und herumgewirbelt werden. Dadurch kann eine Gefahr für Personen und Rettungskräfte am Boden sowie für den Hubschrauber entstehen. Achten Sie bei Landung und Start darauf, dass Türen und Fenster aller im Umkreis befindlichen Fahrzeuge geschlossen sind. Sie können durch den Rotorabwind herumschlagen und Unbeteiligte, Einsatzkräfte und Patienten gefährden. Durch offene Fenster und Türen können Fahrzeuge bei Landung und Start zudem stark verschmutzt werden. Zweiräder vor dem Umkippen sichern. Der Rotorabwind kann Staub, Sand und Schnee aufwirbeln. Verliert der Pilot, der immer nach Sicht landet, die Bodenreferenzen und damit die Orientierung in der Wolke, kann dies zum Abbruch der Landung führen. Der Pilot muss erneut anfliegen, dies verzögert den Rettungseinsatz. Ein Hinweis von Einsatzkräften am Boden oder die rechtzeitige Bewässerung bei Sand und Staub durch die Feuerwehr oder das technische Hilfswerk kann sehr hilfreich sein. Rotorabwind kann Personen zu Fall bringen. Achten Sie auf entsprechenden Abstand von Personen zum Landeplatz und schützen Sie bei der Landung des Hubschraubers Ihre Augen. Auch nach der Landung stellen die nachlaufenden Rotoren eine Gefahr für Personen dar. Unbeteiligte im Umkreis von 50 Metern um den Hubschrauber fernhalten. Der Hubschrauber muss jederzeit wieder zügig starten können. Oft kommt es zu Verzögerungen, weil Schaulustige zu nah am Hubschrauber stehen. Die Entscheidung, wer dennoch in die Nähe des Hubschraubers kommt, trifft die Besatzung. Die Reaktion von Tieren auf Landung und Start von Hubschraubern ist unberechenbar. Warnen Sie die Hubschrauberbesatzung, wenn möglich über Funk, rechtzeitig über sich in der Nähe befindliche Tiere.
Besonders Pferde werden durch Hubschrauber unruhig. Reiter sollten unbedingt vor Landung und Start gewarnt werden. Im Rahmen des Einsatzes unterstützen Einsatzkräfte häufig die Hubschrauberbesatzung, zum Beispiel beim Tragen des Patienten. Hierbei gibt es Folgendes zu beachten. Erst bei Stillstand der Rotorblätter dem Hubschrauber im Sichtbereich des Piloten nähern. Der Pilot sitzt vorne rechts. Das Annähern bei drehendem Rotor darf nur mit ausdrücklicher Anweisung der Besatzung stattfinden. Das Betreten des Bereichs unterhalb des Hauptrotors darf nur auf Anweisung erfolgen. Niemals in den Bereich des Heckrotors laufen oder sich dem Hubschrauber von hinten nähern. Bedenken Sie, dass bei ansteigendem Gelände die Rotorblätter sehr nah über dem Boden rotieren können. Bei Landungen und Starts auf Verkehrswegen muss der Fahrzeugverkehr stillstehen. Erst nach Rücksprache mit dem Piloten kann gegebenenfalls der Verkehr mit Einschränkungen wieder freigegeben werden. Der Verkehr darf nach dem Start erst wieder freigegeben werden, wenn der Hubschrauber Vorwärtsgeschwindigkeit aufgenommen hat. Denn mit einem Startabbruch ist jederzeit zu rechnen. Im Fall eines Startabbruchs wird meist die Fläche, von der gestartet wurde, als Landefläche genutzt. Drohnenflug an der Einsatzstelle stellt eine ernstzunehmende Gefahr für den Hubschrauberbetrieb dar. Der Drohnenverkehr ist generell einzustellen. Werden Drohnen durch Einsatzkräfte im Rahmen des Einsatzes eingesetzt, können diese nach Absprache mit dem Piloten nach der Landung weiter betrieben werden. Informieren Sie auch immer die Leitstelle, sollte Drohnenbetrieb an der Einsatzstelle stattfinden. Bei Landungen in der Nacht vergrößert sich der Landeplatz mindestens auf eine Breite von 30 Meter und eine Länge von 60 Meter. Für Flüge bei Nacht gelten strengere Wettermindestbedingungen. Was am Tage geht, kann nachts unmöglich werden. Beachten Sie gegebenenfalls ein zeitnahes Anfordern eines Hubschraubers bei Zeiträumen nahe der Dämmerung. Landeplätze, die in der Nacht angeflogen werden, müssen ausgeleuchtet sein. Bei Landeplatzausleuchtung mit Fahrzeugen immer von hinten gegen den Wind beleuchten. Bei Beleuchtung mit Lichtmasten Scheinwerfer auf den Boden richten. Ansonsten besteht die Gefahr, die Besatzung zu blenden. Keine Beleuchtung direkt auf den Hubschrauber richten und Blitzlicht während der Lande- und Startphase vermeiden. Beim Start die Beleuchtung erst wieder ausschalten, wenn der Hubschrauber Vorwärtsgeschwindigkeit aufgenommen hat. Hintergrund ist hier ebenso der mögliche Startabbruch. Bei der Nutzung von Nachtsichtgeräten durch die Hubschrauberbesatzung kann es notwendig sein, die Beleuchtung auszuschalten. Halten Sie rechtzeitig Rücksprache mit der Hubschrauberbesatzung über Funk. Es ist möglich, dass gar keine Beleuchtung erforderlich ist. Zusammen gegen die Zeit und für das Leben.